Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Gothic 3. Aber jetzt kommen die alle wieder, oder was? Ja, ich sitze hier auf dem Herrscherthron. Ich habe bis Mitternacht geschlafen. Weil die müssen sich jetzt auch irgendwann mal hinlegen. Ah, die zwei goldenen Teller liegen nämlich auf den zwei Tischen. Thank you.
Das heißt nur warten. Wenn der da vorne steht, könnte ich den da hinten holen. Aber dann müsste der da raus sein. Aber die kommen ja in einer Tour wieder. Gehen die auch mal pennen hier oder was? Hey, Mauer! Warum schleichst du hier herum? Das ist der letzte Teller. Da werden wir noch mal definitiv abspeichern.
So, jetzt kommt meine Chance wieder. Das ist so voll die ultimative Folge hier gerade. Es tut mir echt leid. Aber ich will diesen letzten Goldteller haben. Ohne erwischt zu werden. Da braucht er nur auf seinen scheiß Thron aufzustehen und sich wieder mit dem Rücken dazu zu drehen. Entschuldigung. Mann, 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 ey, echt. Steh doch einfach auf. Dreh dich weg, komm, dreh dich weg.
Hier sind die 6 Goldteller der Schamanen. Siehst du? Ich wusste, du kommst da irgendwie heran. Hier ist dein Anteil. Ich hoffe, wir kriegen jetzt keinen Ärger. 10.000 Gold? Jawohl. Was machst du jetzt? Wenn ich meine Geschäfte hier erledigt habe, mache ich mich auf den Weg zu den Assassinen in die Wüste. Sobald sie hören, dass die Goldteller nicht mehr da sind und ich mich längere Zeit nicht melde, kriege ich Ärger. Ich hoffe, du machst nicht mehr so viel Unsinn, mein Freund. Ich werde mir Mühe geben. Amat. Ja, es war keine spannende Folge, aber... Oder ist keine spannende Folge, aber trotzdem. Ja, Folge ist eine Folge. Das muss auch sein. Geduld haben, Geduld haben, Geduld haben. Ich habe jetzt 18 Minuten in einem komischen Raum da drinnen gestanden. Ich könnte so durchdrehen. Die Ruinen im Norden habe ich immer noch nicht gefunden. Ja. Aber mir gehen langsam die Möglichkeiten aus hier. Weil wenn ich nämlich mal hier aufs Missionslog schaue, Geldern haben wir jetzt noch Sliden. Die Frage ist, wo gehen wir als nächstes hin? Hier haben wir. Wie viel Brot haben wir denn jetzt aktuell? Das müsste aber Treles sein, oder? Baka?
Dann würde ich sagen, wir gehen nach Faring. Ja, ne, viele Möglichkeiten haben wir nicht mehr. Mich wundert es eigentlich, dass jetzt hier gerade eine Ork-Patrouille läuft. Fleisch haben sie auf jeden Fall mit dabei, also. Ja, ich gehe jetzt nach Faring. Oder gucken wir da mal weiter. Ja, was. Da gucken wir mal da, ob wir im Faring noch die 7x Brot zusammenkriegen. Und dann haben wir. Im Endeffekt haben wir es dann geschafft, gell? Also. Ja, da fehlen nur noch knapp 140.000 und dann haben wir die Rüstung zusammen. Boom. Ja, hier haben sie wieder Paladin-Aufgaben. Was machst du hier unten? Was soll ich noch oben im Dorf? Ich bin total abgebrannt. Mein letztes Gold habe ich bei Curtis in der Arena verloren. Wenigstens habe ich noch eine Flasche Nordmarer Nebelgeist. Der hilft mir über die langen Stunden. Was muss ich über das Dorf wissen? Faring ist eine alte Burg der Paladine und jetzt das Zentrum der Besatzung.
Khan, der Anführer aller Orks, ist dort und natürlich haufenweise harter Köpfe. Da kommst du nur schwer rein, aber ich hab's geschafft. Wer ist Curtis? Ihm gehört die Arena oben im Dorf. Sie ist nicht besonders groß, aber es reicht, um bei den Orks ein bisschen Eindruck zu machen. Wie bist du in die Burg gekommen? Ich habe für die Orks gearbeitet. Das ist deine einzige Chance. Aber pass auf, wenn sie einmal sauer sind, wird's nichts mehr mit der Burg. Was wolltest du in der Burg? Ich wollte mir ein Schwert besorgen. Nicht irgendeins. Eine Erzwaffe. Weißt du, was der Schmied zu mir gesagt hat? Der meinte doch glatt zu mir, ich soll erst mal 3 Trolle töten. 3 Trolle! Ich bin vielleicht verrückt, aber ich bin nicht wahnsinnig. Ja, bin ich auch nicht. Was buddelst du hier rum? Ich suche nach wertvollen Sachen. Ist schon seltsam, was man nach einem Krieg alles im Schutt finden kann. Schon was gefunden? Ja, ich habe einen tollen Ring gefunden. Ich glaube, er ist magisch. Sobald ich ihn trage, geht das Buddeln viel leichter. Willst du ihn kaufen? Was soll er denn kosten? 250 Goldstücke. Hast du sonst noch was zu verkaufen? Nein, aber hast du Interesse an einem kleinen Geschäft? Es gibt da eine Höhle, ganz hier in der Nähe. Ich bin mir sicher, dort ist eine ganze Menge zu holen. Wo ist das Problem? Irgendwas ist in der Höhle. Tiere, Monster, irgendwas. Du erledigst das für mich und ich schenke dir einen dicken Brocken Erz. Wo ist die Höhle? Neben dem Turm, oberhalb des Dorfes, ist ein kleines, verwildertes Tal. Ganz am Ende ist die Höhle. Ja, da gibt's nichts zu holen. Gehen wir mal weiter. In die Höhle rein. Spitzhacke. Ah, hier, Teleportstein. Ja, warum nicht? Es dürfte der doch für Faring sein, oder? Genon. Faring, okay. Ja.
Wieder ein Morrer, der in die Burg will. Pass auf, ich sag's nur einmal. Nur wenn wir alle zustimmen, wirst du in die Burg kommen. Wir alle? Ich und Mojok, der den Pass bewacht. Und Gnar, der die Burg bewacht. Kapiert? Machst du hier Ärger, dann war es das. Schlafen kannst du bei Flint. Kriege ich deine Zustimmung? Die hast du nicht. Am besten, du hältst Ach sie was, raus. Kann ich irgendwas tun, um sie zu bekommen? Zeige mir, dass wir dich brauchen. Das kommt noch schlimmer. Das Dorf hat genug Probleme. Ist das dein Ernst? Ich will über den Pass. Der Pass ist dicht. Ich weiß Kein Morrer darf durch. Hör bloß auf mit der Scheiße. Da oben ist der Pass. Willst du mit mir handeln oder geht's um den Pass? Das hat uns gerade noch gefehlt. Handeln. Okay, ich verkaufe Felle und kaufe Schnaps. Ich habe nur die beste Ware und verlange die beste Ware. Gefeilscht wird nicht. Das hat uns gerade noch gefehlt. Was ist mit dem Pass? Ja, die Orks haben den Pass dicht gemacht. Nur wir Jäger kommen noch durch. Wenn wir dich da durchbringen wollen, müssen wir sicher sein, dass du der Richtige bist. Was soll ich tun? Ich will, dass du dieses Schattenläuferfell für mich verkaufst. Ich will, dass du es Gnar dem Ork vor der Burg verkaufst. Und ich will 500 Goldstücke dafür haben. Wo finde ich Gnar? Meistens steht er vor der Burg. Kannst du mir was beibringen? Für 50 Gold zeige ich dir, wie man jagt. Ich will bei dir lernen. Hast du das Gold? Hier. Alles klar. Und es kommt noch schlimmer. Zeig mir deine Ware. Ich denke darüber nach. Einige Dinge werden sich niemals ändern. Am besten, du erledigst das selbst. Tja, da haben wir ein mächtiges Problem. Wenn er so weitermacht, wird das nie was. Trotzdem gefällt mir das Ganze gar nicht. Hab mich schon gefragt, wann du... Wieso? Ich hab dich ins... Wir Jäger sind nun mal die Einzigen, die zum Jagen nach Nordmar dürfen. Wir sind auch die Einzigen, die dich über den Pass bringen können. Am besten, du erledigst das selbst. Erzähl mir was über Nordmar. Eine Jagd in Nordmar Richtig, ist was ganz anderes als hier. Das ganze Land ist durchzogen von tiefen Schluchten und hinter jeder Ecke lauert der Tod. Ja, warum nicht? Für die Jagd ist das so ziemlich die beste Gegend, die es gibt. Und die gefährlichste. Ich glaube, ich will das gar nicht hören. Kannst du mir was beibringen? Ich bin kein Lehrer. Ich kann dir einen Tipp geben, wo du jagen kannst. Wenn du was lernen willst, geh zu Wilson. Was kann denn schon groß passieren? Wo kann ich hier jagen? Unten im Wald gibt es einen Haufen Wölfe. Gnar wird die Felle gerne annehmen. Wo ist der Pass? Oben am Turm. Geh einfach den Weg rauf. Ist das dein Ernst? Ich will bei euch mitmachen. Die Sache läuft so. Du zeigst mir, dass du anpacken kannst, dann habe ich nichts dagegen. Verstanden? Was soll ich für dich tun? Du kennst den fetten Wüstenhändler Ali? Er prahlt die ganze Zeit mit einem Artefakt, das er den Orks verkaufen möchte. Bring es mir! Und wie soll ich das tun? Das ist deine Sache. Lauer ihm auf. Hau ihm ein paar auf die Fresse oder beklau ihn. Ja, warum nicht? Was willst du mit dem Artefakt? Ich will vor allen Dingen nicht, dass dieser Typ in die Burg kommt. Wenn sein Artefakt wirklich aus Nordmar ist, hat er es gestohlen. Ich mag keine Diebe. Ich weiß nicht, ob du damit recht hast. Hier laufen ganz schöne Spannungen. Was kann denn schon groß passieren? Was willst du, Fremder? Als wenn das so einfach wäre. Ich will etwas über die Burg wissen. Seit Khan und seine Kämpfer da sind, lassen sie nur noch ausgewählte Menschen hinein. Nicht mal ich kann rein. Und dabei könnte ich drinnen bestimmt ein paar Geschäfte machen. Ich werde einen Weg in die Burg finden. Das will ich auch.
Pass auf. Ich weiß etwas, das uns beide weiterbringt. Erzähl. Um in die Burg zu kommen, musst du die Orks hier draußen überzeugen. Ich kann dir dabei helfen. Und wie? Ich habe einen guten Schnaps da. Der wird den Orks gefallen. Bring jedem eine Flasche mit meinen Grüßen. Hör bloß auf mit der Scheiße. Was habe ich davon? Ich kenne alle Typen, die hier im Dorf rumhängen. Wenn du mir hilfst, sind ein paar nützliche Ratschläge für dich drin. Wenn er so weitermacht, gut, gib her deinen Schnaps. Bring Mojok, Gorok und Gnar jedem eine Flasche. Aber vergiss nicht, Grüße von mir zu bestellen. Ist das dein Ernst? Wo finde ich Mojok? Ach, geh einfach durchs Dorf. Dann nimmst du den Weg hinauf in die Berge. Du findest ihn am Turm. Ja, warum nicht? Wo finde ich Gnar? Er steht auf dem Weg zur Burg. Trotzdem gefällt mir. Wenn er so weitermacht, wird das nie was. Hier ist Schnaps für dich. Gut. Ich habe trotzdem schon darauf gewartet. Mit den besten Grüßen von Flint. Als wenn das so einfach wäre. Ja, dann gehen wir erstmal hier Schnaps verteilen, würde ich sagen. Alter, wenn du hier einen Kern runterhiefst, gell, und dann Prost Mahlzeit. Fremde auf Reisen. Willst du auch in die Burg? Ich hoffe, du hast ein passendes Geschenk dabei. Was für ein Geschenk? Für den großen Khan. Ich habe ein Artefakt aus Nordmar mitgebracht. Es hat mich eine große Summe Gold gekostet. Aber die Investition wird sich lohnen. Warst du schon in der Burg? Nein. Die Orks lassen mich nicht hinein. Khan ist sehr beschäftigt. Aber ich bin mir sicher, es dauert nicht mehr lange. Jeder ist käuflich. Ich muss nur noch rausfinden, womit ich die Orks kaufen kann. Was ist das für ein Artefakt? Ein Stein. Diese ungebildeten Barbaren haben ihn einfach in die Landschaft gelegt. Erzähl mir was über Nordmar. Ich hatte Glück, dass ich noch über den Pass gekommen bin. Hat mich 3 Flaschen Schnaps gekostet. Zum Glück nur dieser Nordmar-Fusel. Boah, das Zeug ist ungenießbar. Also was war jetzt in Nordmar? Ach so, ja. Keine 10 Pferde bringen mich da wieder hin. Es ist furchtbar kalt und man verläuft sich ständig. Hätte ich keinen Führer gehabt, wäre ich jetzt wahrscheinlich tot. Er hat mir auch das Artefakt verkauft. Ich bin mir sicher, du hast noch zu tun. Halt, Morra! Was ist los? Hier gibt es nichts für dich zu holen. Kehr wieder um. Ich bin auf der Suche nach Xardas. Ja, und? Und deshalb muss ich nach Nordmar, klar? Ja, und jetzt kehre um. Vergiss es einfach. Ich habe Schnaps. Willst du einen Schluck? Es gibt nicht viel, was ihr könnt. Aber euer Schnaps ist gut. Bah! Willst du mich vergiften, Morra? Wo ist das Zeug, das er letzte Woche gebracht hat? Willst du anderen Schnaps? Ja, Morra. Nordmarer Nebelgeist. Eine Flasche für meine Männer und eine für mich. Treib das auf. Dann hast du meinen Respekt, Morra. Ich will hier durch. Ja, und genau deshalb stehe ich hier. Um mir das Leben schwer zu machen? Um Morros davor zu bewahren, aufgefressen zu werden. In Nordmar herrscht Krieg. Da bist du ganz schnell tot. Kapiert? Es muss doch einen Weg geben, wie ich nach Nordmar komme. Wenn du wirklich so dumm bist, dann kriegst du eine Chance. Was für eine Chance? Werde Jäger.
Tom und Wilson, die Morra-Jäger, gehen nach Nordmar. Sie wissen, wie sie überleben. Wenn sie sagen, du kannst gehen, lasse ich dich durch. Erzähl mir von Nordmar. Wir kamen über die Berge nach Nordmar und sahen die Truppen des Königs. Sie besetzten die große Schmelze und bauten sich Waffen aus Erz. Es war leicht, sie zu besiegen. Jetzt gehört uns die große Schmelze. Kein Morra darf dorthin. Wir töten alle, die sich der Schmelze nähern. Deshalb kannst du nicht nach Nordmar gehen. Kapiert? Ja. Hab ich kapiert. Aber wenn die Paladine Nordmar hatten, ja, also wenn die jetzt wirklich in Nordmar waren. Halt, was willst du? Flint schickt dir Schnaps. Flint weiß, was ein guter Schnaps ist. Stark und klar wie das ewige Eis. Ich hab gehört, du willst Felle. Ja. Hast du Wolfsfelle? Ich guck mal nach. Willst du dieses Schattenläuferfell kaufen? Zeig her. Der Jäger hat meinen Respekt. Es ist Ehre in diesem Fell. Wo hast du es her? Ich verkaufe es für Wilson. Er ist ein großer Jäger. Hier sind 400 Goldstücke. Ich kaufe es. Das Fell kostet 500 Goldstücke. Pass auf, was du sagst. Ich habe dich bezahlt. Das Fell gehört mir. Nein, wir wissen nicht, ob wir dir vertrauen können. Was kann denn schon gleich passieren? Gnar hat das Feld. Sehr gut. Annehmen. Gib mir das Gold. Ich glaube, ich will das gar nicht hören. Gnar hat mir nur 400 gegeben. Ich weiß. Du wirst zwar nie ein guter Fellhändler, aber wenigstens bist du ehrlich. Von mir aus kannst du bei uns mitmachen. Einige Dinge werden sich niemals ändern. Bin ich jetzt dabei? Was war mit Tom? Ich werde ihn fragen. Mach das. Stör mich nicht. Mach hier keinen Ärger, klar? Am besten, du erledigst das selbst. Bist du hier, um ein paar Goldstücke zu machen? Oder willst du dir den Respekt der Orks verdienen? Hier kannst du beides. Ich bin Curtis, Chef dieser kleinen Arena. Ja. Ah!
Da! Da! So, erstmal ein bisschen was einsammeln. Entschuldigung, das ist jetzt gerade nicht viel Erzähler. Ich weiß auch nicht gerade warum. Weil ich gerade übelst auf Toilette muss. Aber ist egal. Okay. Wir haben die Höhle auf jeden Fall gesäubert. Ich weiß zwar nicht, zu welchem Auftrag das hier gehört, aber naja, müssen wir mal gucken. Gesäubert ist auf jeden Fall die Höhle. Und wir sind schon wieder bei 52 Minuten. Okay, Freunde, wir machen in der nächsten Folge weiter. Macht's erstmal gut. Ciao, ciao. Da ist nichts zu holen. Wir sollten den doch eigentlich auf die Guschen hauen, oder? Okay. Was? Er hat aber nichts dabei. Wenn er so weitermacht, wird das nie. Ich bin mir sicher, du hast noch zu tun. Hä? Das will ich jetzt aber noch mal kurz lesen. Faring. Bringe Alings Geschenk. Wüstenhändler Ali, ja. Die ganze Zeit mit einem Fakt, dass er den Ochs verkaufen möchte, bringt es mir. Sollen tun, das ist deine Sache. Lauer ihm auf. Hau ihn ein paar in die Fresse oder beklau ihn. Okay. Ich habe ihn niedergeschlagen und der hatte aber nichts dabei. Hier ist Alis Artefakt. Ich hatte recht. Er hat es gestohlen. Weißt du, was das ist? Ein Ahnenstein aus Nordmar. Du bist ein Mann der Tat. Von mir aus kannst du bei uns mitmachen. Klär den Rest mit Wilson.
Ich kann den Ahnenstein nach Nordmar bringen. Darüber reden wir, wenn du einer von uns bist. Was ist ein Ahnenstein? Die Nordmarer platzieren sie vor den Grabhöhlen ihrer Ahnen. Sie sollen die Geister besänftigen. Ali ist nichts weiter als ein elender Grabschänder. Jawohl. Tom hat nichts dagegen, wenn ich bei euch mitmache. Gut. Dann fehlt dir ja nur noch eines, um ein Jäger zu sein. Eine erfolgreiche Jagd. Auf der anderen Seite des Flusses, beim Friedhof, tauchen immer wieder Lurker auf. Gorok will, dass sie verschwinden. Wir gehen zusammen. Überall diese Mistviecher. Da! Dich wird niemand vermissen. Ja, dann haben wir die Lurker auch. Was jetzt? Die Lurker sind tot. Gut gemacht. Du gehörst jetzt zu uns. Mojok wird dich nicht aufhalten. Zeig mir deine Ware. Ja, der hat kein Gold mehr. So, Freunde. Ich mache an dieser Stelle Schluss. Morgen früh werde ich die Dinge hochladen, denke ich mal. Und umrühren. Ja, mal gucken. So. Dann speichern wir erstmal ab. Das ist schon wieder 2.35 Uhr. Könnt ihr gleich mal gucken, wie spät es ist. Ja, 3.05 Uhr. Okay, Freunde. Dann sehen wir uns in der nächsten Folge wieder. Macht's erstmal gut. Ciao, ciao.